Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale im Progressor im Flugpassierfest mit Little und TKB. Und du hast hier das Mikrofon angeschlossen. Ich weiß, es bleibt so, der Party, den machen wir jetzt in einem durch. Der könnte da so ein bisschen länger werden. Los, geh durch die Tür. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Sie ist nicht her. Also dann redet er nicht. Ich finde diesen Effekt ja ziemlich cool für so ein Spiel, das eigentlich so hässlich aussieht. Das ist die Barriere. Das ist es, was uns alle im Untergrund einsperrt. Wenn du noch irgendetwas zu erledigen hast, dann mach einfach, was du machen möchtest. Ich bin sogar noch die Chance zurückzugehen. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Na dann, zieh die Seelen hervor. Bereit? Warum präsentiert ihr die eigentlich so alle? Keine Ahnung. Ein komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Es scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Sowas von. Mensch. Es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Naja, du willst mich töten und sagst lebe wohl. Eine Flamme? Code Mom! Toriel! Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Wen meint sie? Burn! So. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin es, Toriel, deine Freundin und Hüterin. Du hast dir Zeit gelassen. Ja. Als erstes dachte ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Und sollte dir schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen. Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Du hättest Escor besiegen müssen. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Ist das nicht das, was ich die ganze Zeit verhindern wollte? Warum? Lass uns also diesen Kampf erst einmal anhalten. So schlimm wie Escor auch sein mag. Auch er verdient Gnade. Tori, du bist zurück? Nenne mich nicht Tori, Dremur. Oh. Du erbärmlicher Welpe. Oh, Tori, schwilken zu sprechen ist schwierig. Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert und wärst mit 6 Seelen zur Rettung zurückgekehrt. Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben, weil du hier lieber darauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Oh, wie verletzt. Tori, du hast recht. Ich bin eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Nein, Escor. Oh, der Blick. Nga, Escor, Mensch. Niemand bekämpft irgendwen. Ihr werdet alle zu Freunden, oder? Ich finde Toris Blick so süß. Ja. Ich. Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Menschenfreund? Bist nicht eher der Freund des Menschen? Wie auch immer. Nett, dich zu treffen. Ich meinte eher, ob sie allgemein Mensch mag. Okay. Nett, dich zu treffen. Hey, Escor, ist das deine Ex? Wow, das ist hart, Kumpel. Ja, guckt. Genau. Hey, hey. Niemand verletzt irgendjemanden. Oh, bist du auch ein Freund? Ich bin Toriel, hallo. Hi. Es gibt 2 davon? Hey, niemand bekämpft irgendwen. Wenn jemand bekämpft, dann muss ich Anbein nach Hilfe fragen. Hallo. Oh, hallo, Eure Hoheit. Psst, hey, Mensch. Hat sich Escor rasiert? Und sich geklont? So, die sehen sich auch wieder nicht. Hey, Leute, was geht? Diese Stimme. Hallo, ich denke, wir kennen uns. Oh, hey, ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin Toriel. Freut mich, dich zu treffen. Mein Name ist Sans. Und, gleichfalls. Oh, warte dann.
musst du sein Bruder Papyrus sein. Grüße, Papyrus. Es freut mich, dich zu treffen. Ja, der Gesichtsausdruck. Ja. Mein Bruder hat mir so viel über dich erzählt. Wowi! Ich kann nicht glauben, dass Eskos Klon mich kennt. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Hey, Papyrus. Mit was öffnet ein Skelett seine Haustür? Mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen. Ein Skelett öffnet seine Tür mit einem Schlüsselbein. Ich ändere meine Meinung. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Komm schon, Askor. Alles wird gut. Es schwimmen viele Fische im Meer. Ja, ja, Askor. Anlein hat mit den Fischen voll und ganz recht. Manchmal muss man einfach, nicht den pelzigen Bossmonstern hinterherjagen und, einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. Guck dir mal Askors Gesicht an. Er macht Frisk nach. Ja. So. ja, jetzt, Andein auch. Das ist eine Metapher. Naja, es ist eine gute Analogie. Oh mein Gott. Umarmt ihr beiden euch endlich mal. Das Publikum schreit nach romantischer Action. Hey, Klappe! Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Eskors Blick ist wieder gut. Ja. Richtig, Elfes? Elfes? Nein, er hat recht. Machen wir es. Was? Warm. Wie sie guckt. Naja, okay, wenn du willst, dann halte dich nicht zurück. Warte, nicht vor den Menschen. Richtig, entschuldige, ich habe mich überschlagen. Hehehe. Mein Kind, scheint, als müsstest du noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, wie viele tolle Freunde du hast. Ich denke, du wirst hier glücklich sein. Hey, hey, das erinnert mich daran. Papyrus, du hast doch jeden hierher gerufen, oder? Naja, außer, sie. Wie auch immer. Wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle herrufen kannst? Sagen wir einfach, eine kleine Blume half. Eine kleine Blume? Jetzt wird's farbig. Ja. Wie haben wir den nochmal gesprochen und wer? Keiner hat ihn gesprochen, weil er das erste Mal auftaucht. Stimmt. Sprichst du ihn? Du bist doch ganz wild drauf, oder? Ihr Idioten! Während ihr euren kleinen Familienrat hattet, habe ich die Menschenseelen genommen. Und jetzt unterstehen nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde. Hihihi. Und weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld. Weil sie dich wegen dir lieben. All die Zeit, die du mir mit Zuhören verbracht hast, sie aufgemuntert hast, dich gekümmert hast, ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihren und den Menschenseelen meine wahre Form erreichen. Wie? Warum ich das noch immer mache? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mehr mit mir. Was soll ich dann machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen, nur um ihn dir dann schnell wegzunehmen. Immer und immer wieder. Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir dein glückliches Ende. Ich bringe deine Freunde zurück. Ich zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein. Aber das wird nicht passieren. Du? Ich behalte dich hier, egal was passiert. Wir haben keine Chance. Selbst wenn das bedeutet, dich 1 Million Mal zu töten. Lowie, du verdammter Jerk. Ja. Das macht er jetzt extra langsam. Ja. Das bringt ja aber von Turingen, oder? Was? Hab keine Angst, mein Kind. Egal was passiert, wir sind immer da, um dich zu beschützen. Oh, wir haben Energie bekommen.
Das war eine Skelettattacke und an deine Attacke. Ja. Das stimmt, Mensch. Du kannst gewinnen. Mach einfach, was ich machen würde. Glaube an dich. Guter Rat. Ja. Hey, Mensch, wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. Keine Sorge, wir sind bei dir. Wie? Du hast diesen Typen noch nicht besiegt? Komm schon, dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Ja, guck da unten. Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen. Aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, für die Zukunft von Menschen und Monstern. Bleibe entschlossen. Lalala, wir sind auch bei dir. Komm, du kriegst ihn. Du musst gewinnen, du schaffst es. Quack. Ja. Alle Monster. Ach, nein! Unmöglich! Das kann nicht passieren! Du! Ich kann nicht glauben, dass du so blöd bist. Alle eure Seelen gehören mir. Oh, wie sie gucken. Wie würdest du nicht gucken, wenn die Seele geklaut wird? Auch ziemlich krass, vor allem haben wir nicht gelernt, dass Monster hauptsächlich aus ihrer Seele bestehen. Das ist sozusagen ihr ganzes Sein. Ja. Oh. Neuer Charakter. Howdy. Jeder, der aufgepasst hat, weiß aber, wer das ist. Ja. Endlich. Ich habe es satt, eine Blume zu sein. Pass auf. Ich habe wieder das Mikro berührt. Hallöchen. Ikari, bist du da? Ich bin es, dein bester Freund. Ezreal. Eben sahst du noch niedlicher aus. Dreamer. Na, das Wortspiel. Mal sehen, ob das er erkennt. Die ganze Zeit Ezreal. Ja. Wer hat das Wortspiel erkannt? Serial Murderer. Genau. So. Ende naht. Analysieren wir ihn mal. Es wird wie ein unendlicher Attack-Defense legendäres Wesen aus jeder Seele des Untergrunds. Ja, also bestimmt legendär. Ich liebe die Musik in diesem Kampf. Ich lasse jetzt übrigens CKB spielen, ich würde die zu oft versagen. Oh, jetzt wird's aber bunt. Ui. So, hoffen oder träumen. Sogar der Name. Warte mal. Hoffen gibt Items, träumen gibt Abwehr, oder? Ich glaube schon. Machen wir träumen. Denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Ah, nee, das umgedreht. Aber auch gut. So, er macht Sterne. Ja. Gott, ich nehme die Musik in dem Kampf. Verdammt. Oh, du solltest dir eins deiner Items nehmen. Ja, mache ich jetzt. Ach, hier, der Blade... Lass es mich doch vorlesen. Entschuldigung. Der Schockbrecher. Oh je, nicht die Attacke. So, aber genau, der letzte Traum. Genau. Durch Entschlossenheit wurde der Traum zur Realität. Du bist komplett geheilt. Also, wie spreche ich den denn? Wie ein Erwachsenen, genau. Cloudboy. Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Sondern... Oh. Okay, das redet noch. Ja. Weiter. Asriel ruft Chaos-Säbel. Oh, bei denen habe ich immer voll versagt. Vielleicht sind Hoffnungen fest. Der Schaden diesem Zug wird begrenzt. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, werde ich einfach alles zurücksetzen. Hey, das ist immer noch unsere Kraft. Richtig, und das war gerade schlechtes Deutsch. Zweimal habe. Irgendwie schon, ja. Wie auch immer. Oh, verdammt. Und zwei. Ist hier ein Schockbrecher, okay, das kommt wieder. Hoffen wir weiter. Er ist weiter fest, Schaden reduziert. All deinen Fortschritt, all die Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Wir müssen uns einfach alles wegnehmen, wofür wir so hart gearbeitet haben. Jupp. Ich habe alles auf Video. Stimmt. Asriel benutzt Sternenlodern. Ah, Sternenlodern, na dann. Hoffen wir weiter. Er ist weiter fest, Schaden reduziert. Sternenlodern ist, glaube ich, die Sterne, oder? Genau. Dann können wir das alles noch einmal machen. Hey, mir gefällt dieses Spiel. Ich werde dich wahrscheinlich noch ein paar Mal durchspielen. Verdammt. Da bist du nicht so gut. Nee, da passiert zu viel. Okay, trotzdem gut geschafft. Ja. Axel benutzt Chaosbuster. Oh, der das war hasse ich.
Dann tu besser vielleicht ein Item nehmen, um dich voll zu heilen. Ja, ich glaube, ich nehme lieber erstmal ein Item, ja. Am besten wieder einen letzten Traum. Ja. Ein Traum in der Realität. Du bist komplett geheilt. Und weißt du, was das Beste daran ist? Du wirst es machen. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, hier einmal zu sterben. Deswegen sage ich es einfach, es ist eigentlich unmöglich, in diesem Kampf zu sterben. Man wird einfach wieder zurückgesetzt. Genau, so. Jetzt musst du wieder ein bisschen träumen. Mhm. Und dann wirst du wieder gegen mich verlieren. Das werden wir sehen. Ja, das wollen wir doch mal sehen. So, aufhören, deinen Kopf komplett einmal rumzudrehen, das ist creepy. Ja, das sieht creepy aus. Egal, machen wir weiter hoffen. Ich habe noch genug Items. Okay. Fest, weiter fest, Schaden reduziert. Und wieder. Wieder. Auf ewig, stimmt's? Ja. Auf ewig. Oh, ich hätte noch den SpongeBob gucken sollen. Das Relic geht den Schockbrecher 2. Oh, jetzt fängt er mit den heftigen Dingern an. Ja, dann nehme ich lieber wieder ein Item. Wie gesagt, das ist jetzt eh. Nimm die Kiste, die haben wir jetzt schon. Zu spät. Zu spät. Und wieder. Auf ewig! Tut mir leid für die ganzen Spongebob-Referenzen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Egal, dann gehen wir weiter. Die Quisch. Du bist das Quisch, du bist komplett geheilt. Weil du ein glückliches Ende haben möchtest. Es gibt so viele Spiele mit Bad Ending. Boah, scheiße, da passiert so viel. I'm tripping. I'm tripping and stuff. Boah. Du isst den Haschpapi, du bist komplett geheilt. Weil du deine Freunde liebst. Säbel. Oh, das ist so creepy. Oh, verdammt. Ja. Aber wie gesagt, ich kann jetzt hier schön essen, denn es gibt so eine bestimmte Stelle ab dem Kampf, dann wird's quasi, ja, da kann man nicht mehr verlieren. Ja. Weil du nie aufgibst. Ja, mal die Entschlossenheit. Oh, verdammt. Wieso hast du dich nicht bewegt? Ja. Weil er diesmal seine Attacke variiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt reagieren soll. Oh. Wow. Cool, jetzt hat er auch noch Sterne dabei. Oh je, jetzt. Ich glaube, jetzt ist gleich vorbei. Ja. Ist das nicht köstlich? Deine Entschlossenheit, die Macht, mit der du so weit kamst, wird dein Untergang sein. Die Attacke hat mir auch immer Schwierigkeiten bereitet. Ja. So, jetzt habe ich kein Item mehr. Er benutzt Hypertod. Ich glaube, jetzt kann ich auch eh nichts mehr drehen. Mit Träumen. Probieren wir nochmal Träumen. Alter, ist mit Träumen aufgefüllt. Genug mit den Spielereien. Es ist soweit, diese Zeitlinie endlich auszulöschen. Was zum... Ich werde angezogen. Boah, und werde getroffen von den Dingern da. Versuch so auszuweichen. Ich hab's probiert, ich probier's immer noch. Lass dich nicht einziehen. Puh. Selbst nach diesem Angriff stehst du mir noch im Weg. Wow, du bist wirklich etwas Besonderes. Aber werd nicht übermütig. Bis jetzt habe ich nur einen Bruchteil meiner Macht verwendet. Das hört sich irgendwie nach Beckham Ball an. Hey, auf meinen Kopf rumzuspuken, das wollte ich auch sagen. Mal sehen, was die Entschlossenheit gegen das bringt. Doch, Seele ist fett geworden. Ja. Ha. Asriel blockiert den Weg. Er ist ein Dark Angel geworden. Ich kann nichts machen. Nee? Ich kann nur Tat. Ja, Asriel, zappel. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Sieh zu meiner wahren Macht auf. Verdammt. Oh. Die Welt geht unter. Gerade noch so abgebrochen. Ich habe gerade versucht, mich wieder zu bewegen. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du Halt an dieser Welt. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde immer mehr. Dein Leben endet hier, in einer Welt, in der sich keiner an dich erinnert. Wenn du bis weiter schon schaffst, auszuweichen. Nein. Nein. Jetzt hat er mich getroffen. Aber... Uhu, der Sekundenkleber. Doch, es weigert sich. Ja, gutes Uhu. Ich kann immer noch... Die sind wir auch voll geheilt. Ja. Du kannst deinen Körper nicht bewegen.
Du hältst noch immer fest? In Ordnung. In wenigen Momenten wirst auch du alles vergessen. Diese Einstellung wird dir in deinem nächsten Leben weiterhelfen. Wir werden nicht vergessen. Nein. Wow. Ach, nämlich nicht vergessen, dass es Undertale eindeutig einen Player gibt und der ist auch ein Charakter. Die Welt geht unter. Ja, die Welt geht unter. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Wahaha. Immer noch? Komm schon. Zeige mir, was dir deine Entschlossenheit jetzt bringt. Ich kann die ganze Zeit nur dieselbe Attacke. Ich kann weiter ausweichen, das kann ich machen. Das war toll. Aber wir haben immer noch Sekundenkleber. Ja. Körper ist bewegungslos, nichts passiert. Du zappelst, nichts passiert. Du versuchst, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Haben wir das probiert? Das ist jetzt wahrscheinlich Fist, der das alles macht. Du versuchst wieder, deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Es scheint unmöglich zu sein, das Spiel zu speichern. Aber vielleicht kannst du mit dem bisschen Kraft, was übrig ist, jemand anderen retten. Das ist im Englischen besser. Ja. Rette... Dann retten wir mal. Wen denn? Wir können alle retten. Aus. Dann retten wir erstmal Undyne. Du weißt, Asriels Seele ruft nach deinen Freunden. Sie sind irgendwo da drin, oder nicht? Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Verlorene Seele erscheint. Sie ist verpixelt. Tat. So, was machen wir denn? Frag sie nach einem Rezept. Okay. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir beibringt, wie man kocht. Sie weiß nicht warum, aber sie möchte es dir beibringen. Alle Menschen werden sterben. Wir sind wieder grün. Ja. Die verlorene Seele steht herum. So, jetzt lächeln. Du schenkst der verlorenen Seele ein großes Lächeln, wie sie es tun würde. Aus irgendeinem Grund möchte sie zurücklächeln. Ich hab mir gerade creepigerweise vorgestellt, wie Frisk dasteht und lächeln will. Du bist unser wahrer Feind. Ups. Du sollst vielleicht auch spielen. Ich habe was umgeworfen, jetzt muss ich ganz schnell noch reagieren. Ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. So, suchst du die letzte Aktion aus. Man muss immer drei Aktionen machen. Ja, Moment, aber jetzt muss ich erst hier kurz das wieder machen, was ich hier gerade kaputt gemacht habe. Das ist aber nichts ausgelaufen, oder? Nee. So. Wir machen einen Toy-Schieb. Du stupst die verlorene Seele leicht an. Etwas an deinem Kampfstil, es kommt alles wieder zurück. Nun, manche Menschen sind doch in Ordnung. Genau, in einem breiten Lächeln, wie wir es gemacht haben. Fürst wird was Schwaches in Asriel reagiert. So, dann retten wir mal Alphys dazu. Im tiefen Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Ich brauche so eine Reihenfolge, die verlorene Seele erscheint. Ich kämpfe. Achso, ups, sorry. Aufmuntern, rufen, abnörden oder Chris, lass uns abnörden. Gut. Du fragst die verlorene Seele, was ihr liebster Cartoon sei. Sie kann sich kaum zurückhalten, eine riesige Antwort zu geben. Du hast mich, nicht wahr? Und ich vergesse genau schießen. Ja. Mit der Tons. Jetzt muss ich ausweichen. Verlorene Seele steht herum. Aufmuntern. So. Ja, muntern sie auf. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie weiter unterstützen wirst. Etwas an der Art, wie du das ausgedrückt hast, kommt dir bekannt vor. Ich muss weiter lügen. Musst du das? Achtung. Oh verdammt, ich hab ganz vergessen, dass ich das so machen muss. Ja. So. Die verlorene Seele steht herum. Wie immer darfst du das letzte aussuchen? Ich ruf sie mal. Du rufst die verlorene Seele am Handy an. Sie fängt an zu schwitzen. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Nein, das stimmt nicht. Meine Freunde mögen mich. Und ich mag dich auch. Hurra, wir werden gemocht. Ich wünsche, dass etwas in Estivial reagiert. So, dann retten wir Papyrus. Tief im Inneren von Asriels Seele reagiert etwas. Oh, bald auf einmal. Die verlorenen Seelen erscheinen. Na dann. Das wird vermutlich Papyrus sein. Dann frag mal, mach ein Puzzle. Okay, Puzzle. Du fragst die verlorene Seele nach einer Hilfestellung bei einem Rätsel. Er weiß nicht warum, aber er möchte dir wirklich helfen. Ich muss einen Menschen fangen. Gib auf, ich tat es. Das ist verdammt die Pressing Sands. Oh, verdammt. Das ist doch blau. Ja, ich... Verdammt. Ich wollte gerade mit den Knöpfen springen, statt mit der Richtungstaste nach oben. So. So, mach die andere. Achso, die andere. Ja. So, was wollen wir mit ihm machen? Scherzen. Du erzählst der verlorene Seele einen schlechten Wortwitz über Skelette. Er scheint es zu lieben. Die andere verlorene Seele scheint es zu hassen. Genau. Dann wird jeder...
warum überhaupt versuchen? So, jetzt machst du es richtig, ja? Ja. Wir wollen sehen, stehen herum. So, machen wir wieder die hier und wir wollen ein Rezept. Jawohl. Frag die verlorene Seele, ob sie dir etwas kocht. Die verlorene Seele versucht, ihre Freude zu verbergen. Du siehst sie nie, du siehst sie nie wieder. Verdammt, ich habe mich kurz bewegt. So, machen wir wieder die andere. Ja. So, pausieren wir mit ihm. Genau. Du fragst die verlorene Seele, ob sie nicht den Kampf mit dir pausieren möchte. Sie nickt zustimmend mit dem Kopf. Scheint, als würde sie das. Nein, warte, du bist mein Freund. Ich könnte dich nie fangen. Na, ich zähle auf dich, Kind. So. Du fühlst, dass etwas in Ezreals Körper stark reagiert. Na dann, Tori und Ascor. Als erst Tori. Tief im Inneren von Ezreals Seele reagiert etwas. Die Musik hier ist auch so wunderschön. Mhm. Verlorenen Seelen erscheinen. Also wieder beide. Fangen wir mit Tori an. So, wir umarmen. Sie. Aber sowas von, sofort. Du umarmst die verlorene Seele und erzählst dir, dass du sie wiedersehen wirst. Etwas daran wirkt so vertraut. Was ist zu deinem Besten? Vergib mir dafür. Na, das ist eine Attacke von Ascor. Ja. Verdammt. Zu früh noch. Hat nicht viel Schaden gemacht, die wollen dich nicht wirklich verletzen. Nee. So, die andere? Wenn schon Gnade. Den umarmen wir auch. Okay, gut. Du umarmst die verlorene Seele. Es scheint, als würde seine Aggression langsam dahinschmelzen. Willst du auch bei mir? Niemand wird jemals gehen. Das ist meine Pflicht. Schon wieder. Och, ich finde es in Ordnung, der Attack ist eigentlich recht gut auszuweichen. Ja. Wenn man nicht so bescheuert ist wie ich. Verlorene Seele steht herum. So, mach Gnade. Du weigerst dich, die verlorene Seele zu bekämpfen. Etwas an dieser Art wirkt vertraut. Nichts zu sagen, ihr beiden. Gott, war die schon immer so riesig, die Attacke? Irgendwie schon, ja. Irgendwie kam mir es auch gerade ziemlich komisch vor. So. Auch Gnade. Erzählst der verlorenen Seele, dass du sie niemals verletzen wirst. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Mein Schicksal liegt in deinen Händen. Du bist unsere Zukunft. Du bist die Seelen deiner Freundin Ezreal. Oh, ups. Dann rette jemand anderes. In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, begann etwas anderes in Ezreals Seele immer stärker und stärker zu reagieren. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gerettet werden muss. Aber wer? Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Die Geschichte vom Anfang. Ich mag dieses Lied jedes Mal. Das war nicht die Geschichte von Frisk. Das war die Geschichte von Ezreal und dem ersten gefallenen Menschen. Mhm. Fühlst die Seele deiner Freundin Ezreal. Dann retten wir ihn mal. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein! Ich brauche niemanden! Hör auf, uns anzugreifen. Wow, chill. Hey, komm, ja, ich hab's kapiert. Du willst niemanden. Wir wollen niemanden verletzen. Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hörst du mich? Ich zerschmettere dich! Ja, die Attacke hier ist jetzt aber nicht mehr so krass. Ja, irgendwie... Dein Determination lässt nach. Hikari, weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Oh. Die Attacke tut uns ja gar nicht mehr treffen. Tori. Ja. Ich mache das, weil du etwas Besonderes bist, Hikari. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gern spiele. Nein, es ist nicht nur das. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Hikari. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Gott, schlechtes. Entschuldigung. Aber du redest mit der falschen Person. Mhm. Es sei denn, sie ist bei uns, diese Person. Ja. Aber
was wir damit andeuten wollen, wird gleich noch erklärt. Ja. Ich bin nicht bereit für das Ende. Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Wie gesagt, wir werden schon längst nicht mehr angegriffen. Also bitte, hör auf damit. Und lass mich gewinnen. Okay. Ich mach nichts mehr. Wow. Hör auf! Jetzt wollen wir wirklich nicht sterben. Hör endlich auf! Wow, das war Determination. Und er hat alles andere weggeschossen. Ja. Immerhin können wir ihn noch retten. Hikari. Ich bin so einsam, Hikari. Armes Ding. Ich habe so viel Angst, Hikari. Hikari, ich... Jetzt muss ich an das Lied denken, das wir uns heute angehört haben. Es tut mir so leid. Haben wir uns gestern angehört, aber okay. Nee, heute. Jetzt bin ich sicher, das war gestern Abend. Nee, heute Morgen, heute Mittag habe ich dir das gezeigt, das Lied. Wie auch immer. Ich war schon immer eine Heulsuse, nicht wahr, Hikari? Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Hikari, oder? Hikari ist schon lange tot. Wie lautet dein Name? Frisk? Das ist ein netter Name. Frisk. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir kam nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Papyrus, Sans, Undyne, Elphys, Toriel. Monster sind seltsam. Weiß go. Gell? Naja, der war irgendwie nur so eine Randfigur. Der war der große, böse König, der ich aufhalten will und dann... Naja, er gehört dann auch dazu. So. Selbst wenn sie dich kaum kennen, scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. Frisk, ich verstehe, wenn du mir nicht verzeihst. Ich verstehe, wenn du mich hasst. Ich habe mich so seltsam und schrecklich verhalten. Ich habe dich verletzt. Ich habe so viele Leute verletzt. Freunde, Familie, Zuschauer. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Wir verzeihen. Nee. Nein. Ist mir klar. Was? Frisk, komm schon. Du bringst mich nur erneut zum Heulen. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seelen nicht behalten. Aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst gibt es etwas, das ich erledigen muss. In diesem Moment kann ich fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller. Ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. Doch hier bringt uns das kleine Ziegenkind noch eine letzte Heldentat. Mhm. Ich frag mich die ganze Zeit, was ist das für ein Lied, das hier rückwärts gespielt wird? Denn da wird eindeutig ein Lied das rückwärts gespielt. Das hört sich nach Hopes and Dreams an. Das Save the World. Mhm. Es wird eindeutig rückwärts gespielt. Was ein Riss in der Barriere. Barriere wurde zerstört. Dieser Blick. Ja, Frisk. Ich muss jetzt gehen. Ohne der Seelenkraft aller anderen kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln.
Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Also, Frisk, es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay? Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Wir trösten ihn. Er kommt überhaupt so weit und sagt dann, verzichten, ich mach nichts. Das wäre ein absoluter Essigfest. Ja. Ich möchte nicht gehen. Und wir möchten auch nicht, dass du gehst, stimmt's? Ja. Aber jedes Spiel braucht ein bisschen Tragik. Ja. Frisk, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal was du machst. Jeder wird für dich da sein, okay? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen. Und da geht er aus der Black Void heraus, wo auch immer wir eigentlich waren. Ach ja, Frisk. Pass für mich bitte auf Mama und Papa auf, okay? Versprochen. Okay. Oder siehst du das nicht in meinem entschlossenen Blick? Frisk. Das ist alles nur ein böser Traum. Bitte, wache auf. Sind sie ja alle. Jupp. Haben sie den Namen gehört? Oh, du bist wach. Gott sei Dank. Wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Ja, noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden. Sag uns nächstes Mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst, ja? Ja, wegen dir heult bei Pirates wie ein kleines Baby. Was? Ich habe nicht geweint, ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hattest du denn in deinem Auge? Tränen! Na, na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Trink doch ein wenig Tee. Ach ja, Tee gemacht. Doch. Du wirst dich dann besser fühlen. Wie wäre es, wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen? Er muss sehr erschöpft sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, von was. Genau. Frisk, wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Da war eine Blume und dann wurde alles weiß. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Die Tür im Osten führt uns jetzt endlich durch. Aber zuvor, möchtest du vielleicht spazieren gehen? Kannst allen deinen wundervollen Freunden Lebewohl sagen. Mach, was immer dir beliebt. Wir warten auf dich. So, jetzt geh auch mal raus und speicher. Sicher, dass dann die Gespräche, die wir jetzt auslösen können, nicht verschwinden? Gut, dann reden wir noch mit denen. Ich dachte, das kann man jederzeit machen. Du kannst kreuz und quer dann jetzt mit denen reden. Das ist eigentlich schon cool, das zu machen. Und dann machen wir das noch. Ja. Hallo, Frisk. Elvis hat mein Handy geupgradet. Ich habe viel Spaß mit der SMS-Funktion. Fans, schau dir das mal an. Oh Mann, Tori. Das ist heftig. Ich kann nicht glauben, dass die Königin zurück ist und auch noch so vertrottelt ist. Ihr steht einen Meter voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch? Gute Frage. Keine Sorge, Papyrus. Wir schreiben uns aus gutem Grund. Warum das denn? Naja, weil wir große Trottel sind. Sans, sag mir das bitte nicht. Du bist kein Trottel. Du bist eher ein Hohlkopf. Wow! Ihre Wortwitze sind sogar noch schlimmer! Warum lachst du dann? Ich lächle aus Mitleid! So, reden wir gleich nochmal. Frisk, fühle dich bitte nicht vernachlässigt. Ich habe dir auch SMS geschickt. Du hast noch immer meine Handynummer nach all dieser Zeit. Oder etwa nicht? So, reden wir nochmal. Okay, nee, das ist doch dasselbe. Warum siehst du... Achso, Entschuldigung. Dann ist jetzt. Wie viele Freunde hier sind, gibt es bestimmt sogar noch mehr. Gut, dann reden wir jetzt nochmal. Frisk, warum siehst du dich nicht um, wo wir alle gehen? Okay, ich glaube, man kann mit dem wohl dreimal reden. Genau. So. Hey, Frisk, was schaust du denn so seltsam? Sans, habe ich dir erzählt, dass Frisk mit mir geflirtet hat? Und mich dann fragte, ob er mich Mutter nennen darf?
Oh, Junge. Und nein, sie hat es erzählt. Wow, Frisk. Das stellt unsere Beziehung in ein neues Licht. Hey, Tori. Hast du noch andere peinliche Geschichten? Nein, bitte nicht. Oh, aber immer doch. Aber ich glaube, diese Geschichte ist eine der unglaublichsten. Es ist kaum zu glauben, dass jemand mit mir flirten möchte. Oh, Torin, du hast keinen Plan. Ja, genau. Ja. So, nochmal. Entschuldige, ich habe gerade keine Zeit, Frisk. Ich sollte jetzt eigentlich arbeiten. Aber du arbeitest nicht. Ich weiß. Und das erfordert volle Konzentration. Deine Logik, Sans, deine Logik. Ja. Entschuldige, ich habe gerade keine Zeit, Frisk. Okay, wieder dasselbe. Okay, ja, ja. Sind wir auch fertig mit Sans. Ja, ja. So, weiter. Also, Eskor, darf ich jetzt der Königsgarde beitreten? Nun, Papyrus, jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brauchen wir die Königsgarde nicht mehr. Entschuldigung. Was? Was war dann der Sinn der Aufgabe des Menschen? Er ist all den langen Weg gegangen und ich bin noch immer kein Mitglied der Königsgarde. Das ist wirklich das schlechteste Ende. Wieso lächelst du dann? Ja, und vor allem, du hast keine Ahnung. Es scheint, du hast deine Aufgabe verbockt, Frisk. Aber ich, der große Papyrus, werde immer dein Freund bleiben. Egal, wie sehr du versuchst, ihn loszuwerden. Hey, das stimmt. Da gibst du sogar zu. Frisk, warum siehst du dich nicht noch ein wenig um? Frisk, warum fliegst du nicht? Das ist schneller. Ja, Frisk, warum fliegst du nicht? Fliegen hört sich ein wenig gefährlich an. Außerdem können wir nicht fliegen. Aber er kann nicht fliegen. Nicht mit dieser Einstellung. Das war klar. So, dann reden wir gleich mal mit dir. Also, Elfes, was willst du tun, jetzt wo wir alle frei sind? Wir können jetzt die ganze Welt erkunden. Naja, natürlich werde ich herausgehen und... Nein, ich werde ja nicht sein. Ich bleibe drinnen und schau mal neben mir an wie ein totaler Verlierer. Das ist die richtige Einstellung. Ihr alle, feiern wir, dass wir Verlierer sind. Hä, Papyrus denkt genau richtig. Gegen Frisk zu verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin froh, dass wir... was gibt es, Eskor? Was ist ein Anime? Oh mein Gott! Frisk, bitte? Hilf mir bitte, Eskor zu erklären, was Anime sind. Weißt du, es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern. Es ist also wie ein Cartoon, aber mit Schwertern? Wow, das hört sich toll an. Wo gibt es das? Wo kann ich ein Anime sehen? Warte, ich denke, ich habe welche auf dem Handy. Hier, schau dir das an. Oh, das ist der falsche. Was hat sie ihm gezeigt? Pornos. Egal. Wow. Haben sich diese beiden Roboter... gerade geküsst? Junge, Technologie ist schon verrückt. Was? Ja, natürlich. Hey, Elfes. Elfes. Denkst du, wir können uns wieder etwas mit Kämpfen ansehen? Oh, und dann etwas mit Prinzessinnen? Oder kämpfenden Prinzessinnen? Madoka? Nee, ich schau mal nach, ob ich so etwas finden kann. Andai. Yay! Oh, triss das mal auf. Hey, Frisk, warum sagst du nicht Nepsterblug einmal Hallo? Oh, und grüße ihn bitte auch von mir. Ach stimmt, die sind ja Nachbarn sozusagen. Aber wir können ja mal was probieren. Ihr Handy scheint leer zu sein. Und Toriel? Du hast ein SMS von Toriel erhalten. Lieber Frisk, Sans und Elfes bringen mir bei, wie man SMS versendet. Ich lerne so viel. Weißt du zum Beispiel, was ein Smiley ist? Schau dir das an. Ja. Drehe deinen Kopf nach links. Es ist ein Bild von mir, wie ich lächle. Erkennst du es? LOL, das steht für Nothing Out Loud. Liebe Grüße, Toriel. Oh Gott. Es ist erst einmal alles. Vielleicht bekommst du im nächsten Raum noch eine. Okay, gut, aber also, da haben wir dreimal. So. Elfes und Eskor. Psst, verfrisk. Sag mal.
Denkst du, Eska und Toriel werden, hier wieder zusammenkommen? Nein! Ja, das denke ich auch. Eine Frau darf aber noch träumen, richtig? Und Fanfiction schreiben. Ja. Viel Fanfiction schreiben. Genau, überlegt, ist es nicht gut, Fanfic über echte Leute zu schreiben? Ich meine, ist das echte Leben nicht die tollste Fanfiction überhaupt? Das ist eine gesunde Einstellung, aber ich finde nicht. Sage bitte niemanden, dass ich das gesagt habe. Ich werde es nämlich online posten. Dieses creepy Lächeln, das ist, macht das so witzig. Ich bin so aufgeregt, endlich das Internet der Menschen zu nutzen. Da gibt es bestimmt viel, was ich mit anderen ansehen kann. Du hast keine Ahnung, was du da ansehen kannst. Vor allem von euch beiden. Ja. Oh Mann! Wir können uns Animes online ansehen. Natürlich, Andein. Was denkst du denn, für was wir so lange gekämpft haben? Ja, für was habt ihr... Ups. Verflixt, ich wusste, dass du diesen Witz reißt. Warte, Elvis. Ich wusste nicht, dass du Sans kennst. Naja, ich... Kennt mich nicht jeder? Wer zur Hölle ist Sans? Wer zum Geier ist Sans? Toriel? Jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Es war vermutlich irgendwie schlecht übersetzt oder ich habe es nicht begriffen. Vielleicht, weil sie Hölle gesagt hat. Wie auch immer. So, dreimal geredet. So, Esko noch. Hallöchen, Frisk. Entschuldige, dass ich versucht habe, deine Seele zu nehmen. Ja, das fand ich so nett. Ich fühle mich deswegen wirklich mies. Ich hoffe, wir können dennoch Freunde sein. Hey, mach dir keine Sorgen, Esko. Ich denke, jeder hat zumindest einmal versucht, Frisk zu töten. Einer nicht. Ja, gut. Elf ist ja eigentlich auch nicht. Ja, sie hat mit der Ton auf uns gehetzt. Ja, aber es war ja nicht geplant. Sie wollte uns ja eigentlich die ganze... Sie wollte ja nie, dass er uns wirklich gefährlich wird. Stimmt. Trotzdem, sie hat mit der Ton auf uns gehetzt. Und Sans hat uns nie angegriffen. Aber nur wegen dem Versprechen an Toriel. Ja, wie auch immer. Hat Toriel uns beschützt. ja, so. Oh, ich verstehe. In diesem Fall tut es mir nicht leid, Frisk. Esko, das ist nicht, was ich gemeint habe. genau wie du. Frisk, mir ist gerade etwas aufgefallen. Jetzt, wo wir uns nicht mehr alle bekämpfen, kann ich dich endlich fragen, möchtest du eine Tasse Tee? Natürlich wollen wir eine. Möchtest du eine Tasse Tee? Ja. Oh, naja. Die Tasse, die ich halte, ist leider kalt. Also wird das wohl nichts. Warum fragst du dann? Aber ich bin so froh, dass du ja gesagt hast. Sobald ich dazu komme, werde ich wieder einen Tee aufsetzen. Dann können wir gute Freunde sein. Best Buddies. Oh, Frisk. Wenn du mal nicht beschäftigt sein solltest, dann solltest du ein wenig herumwandern und deine Zeit genießen. Das ist wichtig. So, dann gehen wir zum Safe Point draußen. Genau. So, was wir als nächstes machen werden, das ist durch den kompletten Untergrund gehen und wirklich mit jedem reden, den wir getroffen haben. Das wird also wie dieser Part auch wieder ein langer werden. Ich warne schon mal vor, falls ihr den überspringen wollt. Wir werden uns dann nämlich wieder in dem Raum sehen, um das Ende einzuleiten. Okay. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.